Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 8. So, wir betreten heute das Haus Beneviento. Und für alle, die das jetzt zum ersten Mal sehen, die noch nicht das Vergnügen hatten, macht euch auf eine ziemlich coole, crazy Stelle gefasst, die leider viel zu kurz geraten ist. Naja, es gibt eine gewisse Passage, die ist für Angsthasen wie mich gerade lang genug, aber insgesamt hätte man wie aus allem eigentlich, auch aus Haus Beneviento leider, sehr viel mehr rausholen können. Aber jetzt genießen wir mal die Atmosphäre, die uns hier jetzt erwartet. Unheimlich. Ethan. Was? Ethan, komm mit. Ich muss dir was sagen. Mia? Was geht hier vor? Ich finde es übrigens auch wirklich sehr schade, dass im ganzen Resident Evil 8 kein einziges Mal thematisiert war, dass Mia für die Connection gearbeitet hat und an der Entstehung von Evelyn beteiligt war. Warum wird denn das komplett ignoriert, Mann? Die hat eine sehr, sehr dunkle Vergangenheit. Naja, okay. Rose ist anders. Ethan, du musst ihr helfen. Was zum Teufel ist das? Alle verlassen mich. Sogar Rose. Ich will nicht allein sein. Das ist nicht real. Und hier haben wir das mysteriöse Grab von A. Beneviento, 87 bis 96, 9 Jahre alt geworden. Freed from the binds of flesh, she now walks in the valley of death. Befreit von den Fesseln des Fleisches, wandelt sie nun im Reich der Toten. Bin ich jetzt? Ach ja, ich mag Resident Evil 8 sehr gerne. Gehört, glaube ich, zu meinem persönlichen Lieblings-Resident Evils, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht. Aber aus den Figuren und der Lore und der Story hätte man so viel mehr rausholen können. Es ist überall. Überall ist es. Man hätte es nur pflücken müssen. Ausbauen. Sehr schade. So, werfen wir eine persönliche Erinnerung ein. Was zum Teufel? Haus Beneviento. Schon schön auch, ne? Aber ich hätte super Angst, hier zu wohnen.
Weil früher oder später bricht hier die Klippe ab und dann haben wir den Salat. Halbes Haus weg. Und hier haben wir ungewöhnlich grün blühende Pflanzen vor dem Haus. Die scheinen sogar irgendwie Wärme abzugeben, oder? So wie es da aussieht. Na dann, hinein in die gute Stube. What could possibly go wrong? Sieht doch ganz nett aus. Mich wundert es, dass der Schaukelstuhl nicht schaukelt. Man würde erwarten, in einem gruseligen Spiel betritt man den Raum und man sieht, wie der Schaukelstuhl noch schaukelt, als ob gerade jemand irgendwie drin gesessen wäre, ne? Ist aber gar nicht so. Na dann, runter ins Erdgeschoss. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, sorry, aber es tänzelt gerade schon wieder eine von meinen Katzen. So um die PlayStation 5. Es ist echt furchtbar. Ich muss mir dringend was Besseres überlegen, um hier die Folgen aufzunehmen, weil das geht leider so gar nicht. Hässliche Puppen, muss man schon sagen. So, eine wissenschaftliche Zeichnung, so wie es aussieht, irgendeiner seltsamen Pflanze. Wie die, die da draußen im Hof gewachsen sind. Köstliche Äpfel. Ach ja, die hätten wirklich aus jedem von den vier Bereichen ein eigenes Spiel machen sollen vielleicht. Das wollte ich beim letzten Mal noch sagen, das habe ich dann irgendwie vergessen, da ist mir irgendeine Cutscene oder so dazwischen gekommen. Stellt euch mal vor, Revelations, Resident Evil Revelations, habe ich das noch gesagt? Naja, wenn, dann sage ich es zweimal. Hätte so ein Setting wie das hier. Also, stellt euch vor, es gibt ganz viele verschiedene Antagonisten, von jedem braucht man irgendwas, ne? Keine Ahnung, ist ja egal. Story, Story, bla bla. Und dann betritt man in jedem Kapitel von Revelations, weil Revelations ja schon immer in mehreren Kapiteln, so episodenweise veröffentlicht wurde, ein neues Gebiet, das so aufgebaut ist wie hier diese Gebiete. Eben das Vampirschloss, das Geisterhaus, die Frankensteinfabrik, den überschwemmten Cthulhu-Platz. Nur halt eben mit anderen Gebieten, weil die hatten wir jetzt hier schon. Aber ich finde eben dieser Aufbau, dieses System hier, hätte sich vielleicht wirklich besser für so ein episodisches Spiel geeignet sogar. Alkaloide von Gebirgspflanzen.
Ein Sicherungskasten. Das Haus der alten Puppenmacher-Familie Beneviento. Scheinbar auch sehr an Pflanzen interessiert. Keine Waffen mehr. Leeres Inventar. Unser Koffer ist weg. Speichern wir erstmal. Und jetzt schauen wir uns mal die Puppe an. Die lebensechte Mia-Puppe, die hier platziert wurde. Diese Puppe ist Mia? Ein fliegender Rabe in einem Dreieck. Irgendwas im Mund, aber wir kommen nicht ran. Bandagen, die wir mit bloßen Händen unmöglich lockern können. Ist so. Kann man nichts machen. Ein Ring. Ein blutiger Ring. Vermutlich der, der uns abgebissen wurde. Ein Aufziehschlüssel. Drei geschlossene Augen auf einer Waage. Das wird später noch wichtig, warum das so ist. Kann ich hier was machen? Nee. Gut, ich glaube... Ah, stimmt. Eine Stelle gibt's noch. Ein Schlüssel. So, dann waschen wir mal unseren blutigen Ring. Schon haben wir unseren Ehering und auf dem können wir unser Hochzeitsdatum lesen. 05/29/11. Das hier ist übrigens eine schöne Resident Evil 7 Anspielung, ne? Hier die Boxen, die man im Bakerhaus überall findet. Wir dürfen nicht vergessen, dass hier in dem Haus nicht alles so ist, wie es scheint. Wer weiß, ob diese Box hier wirklich so ist. Oh, guck mal hier. Bei meinem ersten Spieldurchlauf habe ich mir gedacht, seltsamer Schrank. Kann ich sogar reingehen? Und in dem Moment habe ich mir gedacht, oh shit. Wisst ihr warum? Wisst ihr, warum ich mir dachte, oh shit? Ja, dazu kommen wir noch. Weil warum baut man sowas ein? Warum gibt's... warum gibt's einen Schrank, in dem man sich verstecken kann? Hm. 05/29/11.
11. Die Frage ist, vor wem oder was versteckt man sich hier? Ich weiß nicht genau, ist das PVC oder so aufgedunsener, glänzender Boden? Ich würde den mal austauschen lassen, wenn ich die Benevientus wäre. Ich mag das, wirklich. Ich weiß schon, für richtige Horrorspielfans ist das viel zu lasch. Aber ich mag diesen milden Grusel. Ich will mir gar nicht hier in die Hose machen. Vor lauter Angst, sondern ich will so ein bisschen so Mystery und in Videospielen reicht mir das. Okay, hier haben wir die Spieluhr, die wir schon im Haus von Ethan und Mia gefunden haben. Da habe ich ein bisschen gebraucht, ehrlich gesagt, bis ich gecheckt habe, was das Spiel hier von einem will, aber man sortiert hier die Kratzer auf der Spieluhr quasi, richtig. Eine Pinzette. Und jetzt sieht es aus wie eine schwangere Frau, die sich aufgehängt hat. Nein, nicht das Auge. Den Mund, genau. Jetzt können wir nämlich rausholen, was da drin war mit unserer Pinzette. Und es ist ein Filmstreifen. So, unsere glückliche Familie. Rose beste Freunde auf der ganzen Welt. Diese Geschichte liebt sie. Das Wichtigste in unserem Leben. Ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Ethans Beweis für seine ewige Liebe. Na dann. Also, jetzt muss ich nochmal kurz lesen. Was stand da? Bester Freund, Geschichte, wichtig. Wichtig Geschenk. Okay. Beste Freund. Ewige Liebe. Nee, Geschichte. Wichtigste Oma Geschenk Liebe. Die Puppen hätte ich auch irgendwo eingemauert. Die sind hässlich. Eine Schere. Eine dedizierte, blutige Bandagenschere.
Mia? Ich wollte dich nicht nochmal verlieren. Ich hatte Angst um unsere Familie. Mia, wovon redest du? Ich liebe euch beide. Über alles. Ich musste es tun. Mach doch die Tür auf! Zu spät. So, nehmen wir unsere dedizierte blutige Bandagenschere. Und finden eine Messingscheibe. Also, einige Entwickler bei Capcom behaupten ja, PT hätte überhaupt keinen Einfluss auf Resident Evil 7 gehabt, auf die Entwicklung. Überhaupt nicht. Das ist komplett zufällig, dass es da so Ähnlichkeiten gibt. Erstens glaube ich der Firma, die jahrelang gesagt hat, dass Alone in the Dark überhaupt keinen Einfluss auf das erste Resident Evil hatte, schon mal gar nichts. Weil erst als Shinji Mikami dann Capcom verlassen hat, hat er da offen drüber geredet, dass er natürlich Alone in the Dark als große Vorlage genommen hat, was auch jeder wusste. Naja, und zweitens können die das jetzt hier bei diesem Part nun wirklich nicht mehr leugnen, dass PT hier eine Rolle gespielt hat. So, setzen wir mal unsere Messingscheibe in die Tür. Jetzt brauchen wir einen fliegenden Vogel. In welche Richtung, weiß ich doch nicht. Und drei geschlossene Augen. Ah ja, richtige Richtung. Und jetzt gehen wir in die Dunkelheit. Wie ist denn die Person in dem Video oben da hinten vorbeigekommen? Das geht ja gar nicht. So, klettern wir in den dunklen Brunnen. Ethan ist definitiv ein mutigerer Protagonist, als ich es wäre. Naja, wenn das Radio das sagt, dann wird schon stimmen. Und da haben wir unser Stalker-Monster.
glaube, es ist genau da draußen, oder? Wartet das jetzt auf uns? Geht das nicht weg? Verdammt, das habe ich beim letzten Mal... Also die ersten beiden Male, wo ich das gespielt habe, hatte ich hier mehr Glück. Ah, es geht. Okay. Dann warten wir hier kurz ein bisschen. That's creepy. Geh schön weg, Monster. Alles gut. So, Sicherung rausgenommen. Sehr gut. Ich finde das hier so creepy. Ah, Gott. Ja, aber wirklich, Ethan. So Leute, alle cool bleiben. Keine Panik. Erinnert auch sehr stark an Alien Isolation, finde ich. Bitte schnell, Ethan. Lauf! So, ich muss mich kurz orientieren. Ich laufe nämlich gerade voll falsch. Aber wisst ihr was? Ist okay. Kann man mal kurz noch speichern. Damit jetzt nicht noch was schief läuft. Okay. Quatsch. Ja, ich weiß. Lass mich nochmal. Okay. Frag mich, welches Kind, welches Entwicklers hier die Synchroarbeit geleistet hat. Okay, das Schlimmste im ganzen Spiel haben wir hinter uns. Also, Grusel- und Horrorfans, würde ich sagen, können jetzt heimgehen. Die haben alles gesehen. Geh nicht. Ich lass dich nicht. Sag bloß, du lebst noch. Du findest mich besser schnell, bevor meine Freunde dich kriegen. Tick-Tack, wir spielen um dein Leben. Warte! So, jetzt spielen wir Verstecken. Na los, such mich.
Wenn wir nicht schnell genug sind, attackieren uns die Puppen und töten uns. Ist mir noch nie passiert, aber jetzt habe ich es verschrien. Also einmal haben sie mich attackiert, aber gestorben bin ich nie. Hä? Dammit. Ich dachte, hier ist sie. Shit, habe ich sie übersehen? Genau, was ich prophezeit habe. Jetzt habe ich es vermasselt. Bin ich? Ich dachte, ich weiß auswendig, wo die ist. Jetzt passiert's. Das darf nicht zu oft passieren, sonst sind wir tot. Ah, da war sie noch nie bei mir. Die hat tatsächlich verschiedene Verstecke. Gehst du mit Rose auch so um? Ich dachte echt, das wäre in jedem Playthrough gleich, aber es stimmt anscheinend überhaupt nicht. Verrückt. So, Angie, wo bist du? So groß ist das Haus hier eigentlich gar nicht, ne? Ah, da. Du kommst hier niemals lebend raus! Was ist das? Mia, ich bieg das wieder hin. Was? Gut. Jetzt nichts wie raus hier. So, Della, das hätten wir geschafft. Jetzt können wir den Schlüssel ein weiteres Mal kombinieren. Oh, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, ist natürlich Angie. Und hier gibt es noch irgendwo Loot. Ich kann mich auch wieder erinnern, dass ich hier schon mal ewig suchen musste und dann was irgendwie nur Schießpulver oder sowas. Deswegen lassen wir es. Nummer 2. Ah nee, ich habe alles. Okay, gut. So, der Bann ist gebrochen. Donna, Beneviento und Angie sind besiegt.
Aber im Grunde ist das Areal von denen noch nicht vorbei. Also wir haben zwar jetzt, ne, es fühlt sich so an, das Haus ist abgeschlossen, wir haben, was wir wollten. Wir müssen aber jetzt noch zurück ins Dorf. Und das gehört, finde ich, schon zum Beneviento-Abschnitt, würde ich sagen. Aufzug, wir können los. Achso, hier sind die Knöpfe. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, wo ich die Magnum habe, mein Scharfschützengewehr immer so nachladen will. Schade, dass man bei der die Munitionskapazität nicht upgraden kann, aber grundsätzlich eine tolle Waffe. Mit Scharfschützenmunition statt Magnum-Munition, das ist wirklich super. Das wird mir in meinem New Game Plus auf dem höchsten Superschwierigkeitsgrad, glaube ich, sehr helfen. Oh mein Gott, da gibt es Passagen, zu dem kommen wir aber noch, die auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ey, um Gottes Willen. Die Festung, für die dich schon gespielt haben. So, hierher kommen wir nochmal zurück. Aber jetzt schauen wir uns erstmal in dem Gebiet vor und noch ein bisschen um. Na, nimm den Beutel, was ist los? So. Manchmal kann er durch Gebäude durch, durch Wände durch aufheben. Und manchmal gar nicht. Die Zombie-Apokalypse geht los. Ja, war eine kurze Zombie-Apokalypse. Hätten die mal die Polizei von Raccoon City mit V1661 oder so Customs ausgestattet, wäre der Duke nach Raccoon City gefahren und hätte da die Polizei ausgestattet, dann wäre die Raccoon City-Apokalypse gleich ganz anders gelaufen. Aber damals, nee, ich wollte gerade sagen, damals gab es den Duke wahrscheinlich noch gar nicht, aber stimmt überhaupt nicht. Und wie es den höchstwahrscheinlich schon gab, auch schon in der Form, wie er jetzt ist wahrscheinlich. Moment, jetzt gehe ich gerade zurück, wo wir hergekommen sind. Da wollen wir lang. Tja. Gerade erst wieder aufgestanden, noch nicht mal ganz aus seinem Grab gekrochen und schon wieder tot. So schnell kann's gehen. Das nenne ich mal ein verschwendetes Extra-Leben. Können wir gleich einen, warte mal, doch passt schon, einen Schatz kombinieren. Kriegt der Händler jetzt dann gleich zwei Puppen. Die Angie und das Fräulein Madalina. Die vollständige Puppe einer jungen Hexe aus einer Sage. Aha. Ne, dieses Grab vor dem Anwesen der Benevientos wirft mir wirklich viele Fragen auf, ist mir ein großes Rätsel. Wie passt dieses Grab rein in die ganze Geschichte? Wann
Wurde überhaupt Donna Beneviento verwandelt? Das wissen wir überhaupt nicht. Vielleicht ist sie noch gar nicht so lange mutiert. Könnte das Kind, das in den 80ern oder in den 90ern gestorben ist, irgendwie eine Schwester vielleicht oder eine Tochter vielleicht von Donna Beneviento sein? Ein zweiteres passt nicht wirklich in ihre Geschichte, aber wer weiß. Wir wissen halt einfach zu wenig über diese Figur. 10. November. Mutter Miranda hat Donna adoptiert. Noch nie war ich so glücklich. Schon als Kind befürchtete meine Herrin die Begegnung mit anderen wohl wegen der Narbe in ihrem Gesicht. Und nach dem Tod ihrer Eltern schloss sie sich ein und redete nur mit Angie, der Puppe, die ihr Vater für sie gefertigt hat. Ich danke Mutter Miranda für ihre grenzenlose Güte. Donna scheint glücklich. Vielleicht bilde ich mir es nur ein, aber ihre Puppe Angie wirkt viel lebhafter als zuvor. Heute kam sie zu mir in den Garten und benutzte Angie, um mit mir zu reden. Es war eine wirklich angenehme Unterhaltung. Sie redete davon, ein Geschenk der Macht von Mutter zu erhalten. 29. November. Donna gab mir eine gelbe Blume mit der Bitte, sie im Garten einzupflanzen. Es mag an den Pollen gelegen haben. Aber als ich sie vor Fräulein Claudias Grab in die Erde einbrachte, fühlte ich mich plötzlich benommen. Und meine tote Frau erschien mir wie im Traum. Als ich dies Donna gegenüber erwähnte, schien sie begeistert und lud mich in ihr Haus ein. Sie sagte, ich würde meine Familie wiedersehen. Ich weiß zwar nicht genau, was sie damit meint, aber es war doch sehr nett von ihr. Tja, und das war der letzte Tagebucheintrag des Gärtners, der Benevento. Und hier ist der Schlüssel des Geigenbauers, von dem wir auch schon gelesen haben, dass der hier ist. Und hier können wir jetzt speichern und für heute Schluss machen. Im Großen und Ganzen ist der Beneviento-Part jetzt tatsächlich abgeschlossen, ne? Auf unserem Rückweg ins Dorf treffen wir jetzt noch ein paar Gegner, aber nichts Großartiges. Leider viel, viel zu kurz. Wir haben den jetzt komplett in einem 43-Minuten-Video im Grunde abgearbeitet. Sehr schade, oder? Da wäre mehr drin gewesen. Schade. Naja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.